Zentrale der Caritas Hamburg. Jemand hat einen Sack Kleidungsstücke gespendet. Uwe Steinbach sortiert die Sachen und verteilt sie an Obdachlose oder Flüchtlinge. Es gibt aber noch eine andere Gruppe von Bedürftigen. Wer wenig Rente hat, der kommt hierher. Und hier kosten diese drei Teile, das sind 50 Cent. Uwe Steinbach ist selbst Rentner. Und auch er kommt nicht nur zum Helfen her. Ich habe knapp 600 Euro Rente. Und ich kriege noch zusätzlich Sozialhilfe. Ne? Zu meiner Rente noch dazu. Ne? Dass ich dann über die Runde komme. Ne? Und deswegen nehme ich ja auch dann zwischendurch auch mal was mit. Ne? Habe ich gespart wieder. Wollte mir keine kaufen im Geschäft. Guck, das Geld habe ich für mich. Rund 600.000 Menschen liegen aktuell mit ihrer Rente unter dem Sozialhilfesatz. Das heißt, sie haben weniger als 773 Euro zum Leben. Innerhalb der nächsten Jahre wird sich ihre Zahl wohl verdoppeln. Die Generation unter 50 muss sich heute ernsthaft Sorgen machen. Doch warum werden immer mehr Rentner in Armut geraten? Wurden in der Vergangenheit die falschen Entscheidungen getroffen? Da sind die Alten und Rentner. Deren Lebensabend gilt es in gemeinsamer Anstrengung zu sichern. Warum wurde das Versprechen eines gesicherten Lebensabends nicht eingehalten? Wurden bereits 1957 Fehler gemacht bei der ersten großen Rentenreform unter Adenauer? Und was haben die Politiker danach eigentlich für Deutschlands Renten getan? Die Rentenversicherer stehen heute vor einer großen Aufgabe. Drei Erwerbstätige kommen für einen Rentner auf. Im Jahr 2050 müssen sie vermutlich schon zwei Rentner finanzieren. Ganz konkret ist es so, dass in den kommenden 15 bis 20 Jahren die sogenannten Babyboomer-Generationen das Rentenalter erreichen. Und das sind Kohorten, die sehr, sehr stark besetzt sind. Mit anderen Worten? In etwa 20 Jahren wird es auf einen Schlag deutlich mehr Rentner geben als heute. Woher soll das Geld kommen, ihren Lebensstandard zu sichern? Da kann in Berlin regieren, wer will. Es bezahlen die Jungen. Es gibt niemand anders. Es war schon im Neandertal so und wird noch so sein, wenn die Menschen den Mars besiedelt haben. Im rheinisch-westfälischen Wirtschaftsarchiv in Köln schlummert seit Jahrzehnten ein Dokument. Unter dem Aktenzeichen 128 Nummer 72. Es beeinflusste 1957 maßgeblich die Rentenpolitik Konrad Adenauers. Auf knapp 50 Seiten wird das Prinzip, die Jungen bezahlen die Renten der Alten, für eine ganze Nation mathematisch und strategisch ausgearbeitet. Der Verfasser Wilfried Schreiber. Damals notierte der Wirtschaftstheoretiker, dass seine Rentenreform voraussichtlich nach 60 Jahren, also heute, alle Probleme gelöst haben werde. Man kann sicherlich sagen, dass vieles von dem, was Wilfried Schreiber in seinem sogenannten Schreiberplan niedergeschrieben hat, sozusagen eine Blaupause für das sein könnte, wonach man auch heute noch eine Rentenreform ausrichten kann. Wilfried Schreiber war der erste Geschäftsführer des Bundes katholischer Unternehmer. Ihm und seinem CDU-Parteifreund Konrad Adenauer war nicht entgangen, dass nach Kriegsende viele deutsche Rentner nicht genug Geld zum Leben hatten. Die Mindestrenten in der Bundesrepublik lagen zu der Zeit sogar unterhalb der DDR-Sätze. Das Ostfernsehen legte den Finger entsprechend in die Wunde. Das ist Frau Legrand, 84 Jahre alt, einer der einsamen alten Menschen der Großstadt Köln. Frau Legrand sammelt in ihrer Stadt Holzstücke, die sie gegen Briketts tauscht. In den Ruhestand zu treten bedeutete damals tatsächlich dem Risiko der Armut ausgesetzt zu sein, und zwar der absoluten Armut, also das physische Existenzminimum zu unterschreiten. Wir wollen, dass auch die Rentenempfänger teilnehmen an dem Aufstieg des Standes oder Berufes, dem sie angehört haben. Adenauer benötigte dringend ein Konzept. Bei der Währungsreform 1948 wurde das wenige Geld, das nach dem Krieg frisch in der Rentenkasse angespart worden war, radikal abgewertet.
Von 100 Mark Sparguthaben blieben von einem Tag auf den anderen 6,50 Mark übrig. Die Folge, die deutsche Rentenversicherung war über Nacht quasi zahlungsunfähig geworden. Am 31.12.1955 fuhr Wilfried Schreiber ins Palais Schaumburg, dem damaligen Amtssitz des Bundeskanzlers. In seiner Tasche trug er ein Papier, das er Konrad Adenauer vorlegen sollte. Darin hatte er seine Ideen skizziert, wie man kurz- und langfristig die Versorgung der Rentner verbessern könnte. Über 60 Jahre später hält der ehemalige Arbeitsminister Walter Riester das sogenannte Schreiberpapier zum ersten Mal in der Hand. Alle, die arbeiten, zahlen vom Betrieb und selbst insgesamt 16% ihrer Verdienste ein in die Rentenversicherung. Und da wird sie nicht aufgehoben, sondern sofort ausgezahlt. Und damit haben wir eine Menge Geld, um die Armut, die dort bei Rentner da waren, relativ schnell zu beheben. Schreibers Umlagemodell fand auf Anhieb viele Unterstützer im Kanzleramt. Die Regierung erkannte, dass sich auf diese Weise sehr schnell Probleme lösen ließen. Von jetzt auf gleich stünde Geld bereit. Statt langwierig anzusparen, könnten sofort Renten ausgezahlt werden. Dieser Mann ist bis heute von der Idee überzeugt. Der ehemalige deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm hält das Schreibermodell für unersetzlich. Die Arbeitnehmer, die Erwerbstätigen, die Beitragszahler finanzieren mit ihren Beiträgen die Renten, die jetzt gezahlt werden. Aber in dem Maße, in dem die junge Generation für die Vorgängergeneration sorgt, in dem Maße hat sie Anspruch, von der Nachfolgenden behandelt zu werden. Das ist die geniale Kombination, Eigeninteresse mit Solidarität zu verbinden. Im Gegensatz zur alten Form der Rente, bei der jeder nur das ausgezahlt bekommt, was er über Jahre angespart hat, sah Schreibers Modell vor allem eine wichtige Verbesserung vor. Wenn Löhne und Gehälter anstiegen, dann sollten auch die Renten steigen. Wilfried Schreiber sprach von der dynamischen Rente. Die Grundidee eben, da die Einkommen und auch die Zahl der Erwerbstätigen stark steigen, geben wir das unmittelbar 1:1 an die jetzigen Rentner weiter. Das hatte eine große Suggestivkraft damals. Das fand ich eigentlich durch den Namen dynamische Rente immer ganz gut beschrieben. Einige Politiker im Kanzleramt wollten das unbedingt verhindern. Der Mechanismus, je höher die Löhne, desto höher die Renten, könne die Wirtschaft gefährden. Im Kabinett Adenauer formierte sich Widerstand. Wilfried Schreiber, selbst Unternehmer, reagierte ungehalten. Wenn die Löhne anstiegen, müssten die Rentner am Wachstum beteiligt werden. Ohne seine dynamische Rente gerieten sie sonst in die Altersarmut. Adenauer war skeptisch. Der Rentenstreit verfolgte ihn bis in sein Privathaus in Rhöndorf. An seinem Schreibtisch ließ er seinem Ärger freien Lauf. Ein Brief an seinen Sohn beweist, dass er Schreibers Rentenformel durchaus kritisch sah. Er diktierte seiner Sekretärin: Er ist genauso ein Fanatiker für seine dynamische Rente, wie andere dagegen sind. Wenn nicht ein Stück Fanatismus in der Sozialpolitik enthalten ist, nämlich für Ziele zu kämpfen, da könnte es sein lassen. Sozialpolitik wird auf der dünnen Haut von Menschen geschrieben. Es geht nicht um Bauklötzchen. Trotz aller Kritik an Wilfried Schreiber. Adenauer hatte nun endlich ein Modell, das die Lage der Alten schnell verbessern konnte. Er spürte, wie wichtig den Deutschen das Thema war. In der Dortmunder Westfalenhalle eröffnete nun auch die CDU den Wahlkampf. Dr. Adenauer verkündete das Programm seiner Partei. Das Thema Rente wurde zum Renner. Adenauer versprach sogar die Sicherung des Lebensstandards. Die Rente sollte also deutlich mehr liefern als nur eine Grundsicherung. Schreiber hatte davon in seinem Papier nichts stehen. Die Rente als Komfortzone war für ihn keine Option. In einem Geheimpapier der CDU wurde von 70% des ehemaligen Durchschnittsverdienstes gesprochen. Die Versprechen drohten aus dem Ruder zu laufen.
Schreiber war von Anfang an der Meinung, dass dieses Niveau zu hoch sei, dass das ökonomisch nicht durchsetzbar ist. Und er hat immer gesagt, man kann Sozialpolitik nicht gegen die Mathematik machen. Das heißt, es ist schlichtweg nicht möglich, mehr als einen bestimmten Anteil an sozialpolitischen Leistungen an die Bevölkerung zurückzugeben. Und das sah er bei 50% Rentenniveau als Obergrenze gegeben. Schreiber wusste, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Rentner in Zukunft erheblich ansteigen würde. Also würde es immer mehr Alte geben, die von der Rentenversicherung auch länger Geld bekämen. Damals war die durchschnittliche Lebenserwartung derer, die in Rente waren, 9,9 Jahre. Heute können wir uns freuen, wenn wir in Rente sind, dass wir im Durchschnitt fast die doppelte Lebenserwartung haben. Schreibers Berechnungen hatten das einkalkuliert. Ein unabhängiges Gutachten bestätigte ihn. Die Rente solle zwar deutlich ansteigen, aber sie müsse die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte einkalkulieren. Doch Adenauer wollte keine schlechten Nachrichten hören. Das Gutachten wurde unter Verschluss gehalten. Renten eignen sich, Wahlgeschenke zu machen, das ist ganz offenkundig, weil die Aufmerksamkeit so groß ist. Schreiber verdarb die Stimmung in der CDU auch, weil er eine weitere Gefahr erkannte. Ab Mitte der 60er Jahre, das sagten schon damals Wissenschaftler voraus, sei ein starker Geburtenrückgang zu erwarten. Deshalb verlangte Schreiber neben der dynamischen Rente für Alte eine finanzielle Unterstützung für Eltern. Und Adenauer hat dann die eine Hälfte gekauft, die Altersrente. Und diese Kindheits- und Jugendrente, wie Schreiber das genannt hat, er hatte gerade Kindergeld eingeführt, kleinen Betrag, nicht das, was wir heute kennen. Das wollte Adenauer nicht. Es gibt den berühmten Spruch von Konrad Adenauer, Kinder haben die Leute sowieso. Das heißt, man müsse sich keine Gedanken darüber machen, wie das Rentensystem in Zukunft funktioniert, da der Aufbau, der demografische Aufbau der Gesellschaft ohnehin gewährleistet sei. Anfang 1957 beschloss der Bundestag die Rentenreform. Der Kern des neuen Gesetzes war das Umlagemodell, so wie es Wilfried Schreiber ausgearbeitet hatte. Doch wesentliche Teile seines Papiers wurden nicht umgesetzt. Denn in der Bevölkerung sollte vor allem eines hängen bleiben. Die neue Rente würde allen Alten ein sorgenfreies Leben gewährleisten. Und so konnte Kanzler Adenauer seine Unterschrift unter ein Gesetz setzen, das ab sofort sein größter Wahlkampfschlager wurde. Die heftig diskutierte Reform soll die Bezüge der 6 Millionen Rentner in der Bundesrepublik um 70% erhöhen. Alle Arbeiter und nahezu alle Angestellten sollen in Zukunft bei Überschreiten der Altersgrenze eine Rente von etwa 60% ihres Berufseinkommens erhalten. Das Jahr 1957 war ja ein Wahljahr. Und in diesem Wahljahr wurden die Renten massiv angehoben, was dann letzten Endes mit dazu beigetragen hat, dass die damalige Regierungspartei, die CDU, zum ersten Mal und bis dato auch zum einzigen Mal in der Geschichte ohne Koalitionspartner die Regierung stellen konnte, also starke, massive Zugewinne realisieren konnte. Das Umlagemodell war fortan das Maß aller Dinge. Doch die ersten Gefahren tauchten bereits am Horizont auf. Die Deutschen wurden immer älter. Gleichzeitig gewöhnten sie sich daran, dass die Rente den hohen Lebensstandard hielt. Deshalb wurde die private Altersvorsorge vernachlässigt. Im Gegensatz zu Wilfried Schreiber nahm Konrad Adenauer das hin. Er wollte keine schlechten Nachrichten verbreiten. Das Bedauerliche, das können wir bis in die Aktualität rein betrachten, ist, dass die politische Entscheidung häufig aus dem aktuellen Druck entsteht und die aktuellen Wirkungen in der Bevölkerung berücksichtigt. Ich sage die aktuellen, auch mit dem Blick auf die nächste Wahl. Auch in Ost-Berlin spielte der politische Druck eine große Rolle in der Rentenpolitik. Obwohl dort ein sozialistisches System herrschte und die Politiker nicht frei gewählt wurden, richtete sich ihr Blick sehr wohl auf die Wirkung im Volk. Auch was die Bedingungen für Rentner anging. Nach dem Krieg fehlte es ihnen auch in der DDR an vielem. Es gab eigentlich zwei Zeitpunkte, zu denen Renten gern erhöht worden sind. Das eine waren die Parteitage der SED als Großereignis, als politisches Großereignis in der DDR. Und das zweite waren in der Tat die Wahlen. Das heißt, man wollte eine möglichst hohe Wahlbeteiligung erreichen und hat durchaus sozialpolitische Geschenke verteilt. Zwei Staaten, zwei Linien in der Politik. Dort Aufrüstung, die alles verschlingt. Bei uns Freude über die konsequente Verwirklichung der Beschlüsse des 5. Parteitages der SED,
die nun auch den Rentnern jährlich 333 Millionen Mark mehr bescheren. Auch wenn es in den Nachrichten anders klang, in der DDR gab es Probleme. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund sollte die Renten verteilen und dafür sorgen, dass die kapitalistische Bundesrepublik möglichst übertroffen wurde. Die Idee der dynamischen Rente, wie sie der Westdeutsche Wilfried Schreiber entwickelt hatte, gefiel zwar Walter Ulbricht, doch dafür reichten die Sozialversicherungsbeiträge nicht. Die DDR entschied sich für eine allgemeine Mindestrente von anfangs 30 Mark. Die Rente lag in den 50ern bei gerade mal 27% des durchschnittlichen Arbeitseinkommens der Werktätigen. Gerade Walter Ulbricht wurde dann auch nicht müde, an die Solidarität der Alten zu appellieren und hat gesagt, Mensch, ich weiß darum, dass es euch schlecht geht, dass ihr teilweise noch arbeiten gehen müsst, um euren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber denkt doch daran, dass wir erstmal euren Kindern und Enkelkindern ein auskömmliches Leben bieten können. Gleichzeitig verlangte der Staat Unterstützung für die Rentner. Die sogenannte Volkssolidarität kümmerte sich um das Wohl alter Menschen. Bis 1960 arbeiteten über 100.000 Freiwillige in der Organisation. Die Alten bekamen zwar wenig Geld, aber gesellschaftlich wurden sie integriert. Der Veteranenclub der Volkssolidarität in Potsdam-Babelsberg betreut täglich weit über 20 Rentner mit einem warmen Mittagessen und mit heißen Getränken. Die Situation für die Rentner in der DDR war also durchaus zwiespältig. Grundnahrungsmittel konnten sie sich zwar leisten und ihre medizinische Versorgung war kostenlos, aber für Luxusartikel reichte es nicht. Walter Ulbricht hätte die Situation der Rentner verbessern können, doch er wollte jeden Missmut unter den Werktätigen vermeiden. Er wagte es nicht mehr als 10% des Einkommens für die Sozialversicherung vom Lohn abzuziehen. Das hatte seinen Grund. Walter Ulbricht hat schon in den 50er Jahren darauf hingewiesen, auf das Damoklesschwert 17. Juni. Es ist einfach so. Also durch den Arbeiteraufstand verbat es sich für die Führung in den Folgejahren eine Anhebung der Sozialversicherungssätze in Betracht zu ziehen. Aufgrund der Tatsache, dass man Angst hatte vor dem Zorn der Bevölkerung. Diese Strategie änderte sich auch nach Honeckers Machtantritt nicht. Er stellte in den 70er Jahren zwar den Erwerbstätigen bessere Wohnungen und mehr Geld zur Verfügung, auch standen, trotz langer Schlangen, Kühlschränke oder Haushaltsgeräte für sie zur Verfügung. Doch die Rentner mussten meist in schlecht sanierten Altbauten oder Altenheimen ohne Luxus leben. Im Gegensatz zur umfangreichen Familienpolitik investierte die DDR relativ wenig, um die wirtschaftliche Lage der Rentner zu verbessern. Sie wurden vor allem ehrenamtlich betreut, wie etwa bei Veteranensportfesten. Erich Honecker plante in einem groß aufgelegten Programm Anfang der 70er, der Bevölkerung endlich eine bessere Alterssicherung zu ermöglichen. Wer ein Zehntel seines Lohnes investierte, sollte später eine Zusatzrente erhalten. Das Programm wurde ein Erfolg. Fast 80% der Arbeitnehmer wollten so für ein komfortableres Alter vorsorgen. Wie bereiten Sie sich auf Ihr Alter vor? Einmal durch die Zusatzrente, einmal durch, dass man sich im Leben etwas schafft. Man wollte hier halt versuchen, die Leute mit ins Boot zu holen, ohne es als Zwangsmaßnahme darzustellen. Schon bald gab es viele weitere Sonderregeln im Osten. Insbesondere wichtige Berufsgruppen wurden bevorzugt durch Aussichten auf eine höhere Rente, wie Mitarbeiter der Staatssicherheit oder der Polizei, ebenso Parteimitglieder und Kriegsveteranen. Das System war undurchschaubar, auch für Insider. Da habe ich meinem Kontrahenten oder Partner aus der DDR gefragt, wie viele Sondersysteme habt ihr denn? Da hat er gesagt, das weiß ich nicht. Da habe ich gedacht, du Betonkopf, du mauerst, du willst es nicht wissen. Ich muss dem Mann Abbitte tun. Ein solches System kannst du nicht durchschauen. Das ist in Diktaturen meistens so. Da gibt es so ein Privilegiensystem, um Leute stillzustellen. Wie Rentenpolitik missbraucht werden kann, aber auf Kosten der jüngeren Generation statt der alten, zeigte sich 1976 im Westen. Während sich die Wirtschaftslage verschlechterte, lebten die Rentner so gut wie nie zuvor. Selbst die Alterssicherung von Frauen wurde verbessert. Weitere Erhöhungen waren aber mit Blick auf die späteren Generationen nicht mehr finanzierbar. Doch dann standen Wahlen an. Helmut Schmidt wollte Kanzler bleiben. Wieder einmal sollte es die Rente richten.
Herr Bundeskanzler, man weiß, dass die Renten noch nie so hoch gewesen sind wie heute. Aber sind Sie auch sicher? Sie werden nächstes Jahr sogar noch 10% höher sein und die Renten sind absolut sicher. CDU und CSU scheuen sich in diesem Wahlkampf nicht einmal, die älteren Mitbürger zu verunsichern. Jene Männer und Frauen, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Der Trick mit der Rente funktionierte mal wieder. Helmut Schmidt rettete sich knapp ins Ziel. Alle Wahlforscher waren sich einig, ohne sein Rentenversprechen hätte er verloren. Deswegen ist die Versuchung bei den Politikern natürlich sehr, sehr groß, wahlzyklisch in das System sozialer Sicherung und hier insbesondere in die Rentenversicherung einzugreifen. Diese Versuchung hat Wilfried Schreiber übrigens frühzeitig erkannt und hat deswegen auch gefordert, dass die Rentenversicherung weitgehend staatsunabhängig ausgestaltet sein soll. Also keine Steuergelder für die Renten. Aber Helmut Schmidt konnte die versprochene Erhöhung um 9,9% gar nicht aus Rentenbeiträgen finanzieren. Es fehlte das Geld dafür. SPD und FDP entschieden deshalb, das Wahlversprechen zu brechen. Die Erhöhung wurde ausgesetzt. Hier ist in einer Form das Vertrauen gerade der älteren Menschen und der Arbeitnehmer in die Glaubwürdigkeit politischer Aussagen enttäuscht worden, wie es, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit unseres Landes ohne Beispiel ist. Zum Eklat wäre es beinahe in der Frage der Rentenerhöhung gekommen. Auf massiven Protest von allen Seiten hin mussten die Regierungsparteien bei ihrer den Wählern gegebenen Zusage bleiben. Die Regierungserklärung nach der Wahl begann mit einer Entschuldigung. Bis heute einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Reaktion vieler Bundestagsabgeordneter, vieler Bürger und der öffentlichen Meinung war heftig. So heftig hatten wir diese Ablehnung nicht erwartet. Aber ich darf hinzufügen, eine Regierung ist nicht unfehlbar. Dies behaupten nur totalitäre Regierungen von sich. Die fast 10-prozentige Rentenerhöhung wurde also tatsächlich umgesetzt. Doch wie sollte sie finanziert werden? Die Beiträge reichten ja nicht aus. Also wurde mal wieder eine Grundregel des Schreiberpapiers missachtet. Die Regierung pumpte massiv Steuergelder in die Rente und öffnete so eine gefährliche Schleuse. Der sogenannte Bundeszuschuss wurde zur Allzweckwaffe. Bis heute. Was wir zurzeit haben, ist, dass der Bundeszuschuss mehr oder minder dazu dient, die langfristige Finanzierung der Rente sicherzustellen. Und das war genau das, was Wilfried Schreiber nicht wollte. Wilfried Schreiber wollte ein Rentenversicherungssystem, das sich selbst trägt. Es ist sinnlos, dem Steuerzahler zunächst Einkommensteile in Form von Steuern abzunehmen und sie ihm dann mit der Geste des Wohltäters zurückzugeben. Machen wir Schluss mit diesem Gaukelspiel. Doch Helmut Schmidt ließ sich auf das Gaukelspiel ein. Und alle Regierungen danach folgten ihm. 1998, unter Walter Riester, explodierte der Bundeszuschuss. 42 Milliarden war der Bundeszuschuss. Und wir haben den sprunghaft dann auf über 70 Milliarden innerhalb von 3 Jahren angehoben. Und dann ging er hoch auf über 80 Milliarden. Und damit war das erste Mal wirklich alles an Leistungen, die die Rentenversicherung machen musste, auch bezahlt über Steuermittel. Der Staat schießt also Geld dazu, dass er den Bürgern vorher als Steuern abnimmt. Fast jeder dritte Euro aus dem Bundeshaushalt geht heute an einen Rentner. Die sogenannte Beitragsbezogenheit, nach der die Rente über die Beiträge finanziert wird, existiert eigentlich nur noch in der Theorie. Verteidigt die Beitragsbezogenheit, nehme ich das Bewusstsein des Rentners, meine Rente ist kein Almosen des Staates. Meine Rente habe ich mir selber verdient. Schöne Theorie. Aber abgesehen davon, dass die Renten heute zu einem Drittel aus dem Bundeszuschuss bezahlt werden, reicht es für Uwe Steinbach und viele andere trotzdem immer noch nicht. Der Staat muss noch einmal Steuergeld zuschießen in Form von Sozialhilfe. Da wäre ich auf der Straße. Wenn die Sozialhilfe, wenn das sowas nicht geben würde, da wären viele ja
Die werden alle auf der Straße. Die Prognosen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium haben in der allerpessimistischsten Variante eine Zunahme der Altersarmut von derzeit eben ungefähr 3% auf etwas über 5% prognostiziert. Uwe Steinbach hatte fast 30 Jahre einen Job in der Chemieindustrie. Die restliche Zeit seines Arbeitslebens hat er seine kranke Mutter gepflegt. Damit gehört er zur typischen Risikogruppe. Personen, die nur ein oder zwei Jahre nicht erwerbstätig waren, die sind nicht verstärkt von Altersarmut betroffen, sondern nur Personen, die 5 Jahre oder länger erwerbslos waren. Altersarmut und Arbeitslosigkeit stehen in direktem Zusammenhang. Denn je länger Menschen keine Arbeit haben, desto weniger zahlen sie in die Rentenkasse ein. Damit verringert sich auch ihr eigener Anspruch auf Rente. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wurde zur wichtigsten Aufgabe deutscher Politik. 1982 stand der frisch ernannte Arbeitsminister Norbert Blüm vor einer schwierigen Entscheidung. Ist es in dem Fall besser, die Alten gehen mit 60 in die Rente, oder ist es besser, die 20-Jährigen gehen in die Arbeitslosigkeit? Vor dieser knallharten Alternative habe ich mich entschieden, dass es besser ist, die 60-Jährigen gehen früher in die Rente. Doch Blüms Plan scheiterte. Viele Betriebe nutzten die Regelung nur, um alte Mitarbeiter früher loszuwerden. Auf dem Arbeitsmarkt änderte sich wenig. Dafür kamen auf die Rentenkassen über viele Jahre neue Belastungen zu. Also einen Arbeitsmarkt zu entlasten, zu sagen, alle ab 57 mit offenen Armen in die Rente hinein, das ist ein Verschiebebahnhof. Zwischen Problemen, die einfach getrennt zu analysieren sind, ist ja auch ein Augenzumachen vor den Arbeitsmarktproblemen. Nicht? Man hofft, dass man die Leute verräumt, statt ernsthaft nachzudenken, was müssen wir ändern im Arbeitsmarkt. Norbert Blüm konnte zwar die Jugendarbeitslosigkeit etwas verringern, aber nur, indem er die Rentenkasse erheblich belastete. Fortan besann er sich auf die wichtigen Grundsätze des Schreiberpapiers. Ab jetzt stand eines im Vordergrund. Die Rente musste geschützt werden. Ihr müsst um die Rentenversicherung wie ein Schäferhund um die Herde rumlaufen, um gierige Wölfe zu vertreiben. Es liegt sehr nah, den großen Topf Rentenversicherung nicht nur für Alter und Invalidität anzuzapfen. 1985 beauftragte Blüm eine Kommission, die Zukunft der Renten zu untersuchen. War das Umlagemodell noch zeitgemäß? Konnte der Lebensstandard weiter garantiert werden? Die Ergebnisse wurden erst 2 Jahre später präsentiert. Denn vorher musste Norbert Blüm noch eine Wahl gewinnen. Er trat mit dem Slogan an, denn eines ist sicher, die Rente. Habt ihr noch nie einen Arbeitsminister Arbeit gesehen? Norbert Blüm hat plakatiert, eins ist sicher die Rente. Und den Eindruck erweckt, damit kann man den Lebensstandard sichern. Und ich habe mir gesagt, schaut euch doch mal das an, auch wie sich's entwickelt hat. So war es nie angelegt. Die CDU gewann mit Blüms Rentenslogan die Wahlen. Erst danach präsentierte die Kommission ihre Ergebnisse. 100 Berufstätige zahlten damals für 56 Rentner. Bis 2010 würden es doppelt so viele sein. Die Erwerbstätigen müssten also bald viel mehr bezahlen oder die Renten erheblich gekürzt werden. Es musste daher etwas passieren, etwas Radikaleres als je zuvor. In der DDR veränderte sich in der Rentenpolitik derweil eher wenig. Der Beitragssatz blieb immer gleich, die Kassen waren klamm, der Staat schoss zu. Aber dann und wann gab es trotzdem mal kleine Geschenke. Hier ist keine Propaganda wie in kapitalistischen Ländern. Wir haben die Rentenerhöhung erfahren nach unserer Wahl, nach der Kommunalwahl. Das finde ich ganz besonders gut. In der Tat ging die DDR mit den Rentnern ehrlich um. Die Sozialpolitik war vor allem darauf ausgerichtet, die Wirtschaft zu stärken. Es wurden ganz offen diejenigen bevorzugt, die im Arbeitsleben Leistung brachten und möglichst viele Kinder bekamen. Ja, wir sind sehr erfreut über die sozialpolitischen Maßnahmen. Ich meine, man könnte in Erwägung ziehen, noch ein drittes Kind zu schaffen, nicht? Viele sozialpolitische Errungenschaften, die sich im Laufe der 70er und 80er Jahre eingestellt haben, sind an den Rentnern vorbeigegangen. Das ist einfach der Punkt. Also insofern würde ich den Armutsbegriff da ein bisschen anders definieren.
Viele Rentner lebten in kaputten Altbauten oder wurden in schlechten Seniorenheimen betreut. Viele arbeiteten jahrelang nach ihrer Pensionierung weiter. Der Staat förderte das. Als großes Privileg empfanden viele, dass sie als Rentner in den Westen reisen durften. Doch auch davon profitierte letztlich die DDR-Regierung. Man hat bei den Kaffeeimporten oder bei dem jährlichen Kaffeebedarf in der DDR zum Beispiel auch berücksichtigt, wie viel Kaffee bekommen unsere DDR-Bürger denn aus dem Westen? Und da waren natürlich Westpakete und die Oma, die die Albrechts Krönung dann vom Westbesuch mitgebracht hat, waren dann wirklich Faktoren, die einkalkuliert worden sind. Hunderttausende protestierten 1989 gegen die DDR-Führung. Das Politbüro versuchte, die Menschen irgendwie zu beruhigen. Eine der verzweifelten Maßnahmen, eine Rentenerhöhung. Im Einzelnen legt der Beschluss Folgendes fest. Die Mindestrenten werden um 30 Mark auf 330 Mark erhöht. Auch im Westen stand neben der Weltpolitik die Rente im Vordergrund. Inzwischen bestritt niemand mehr, dass es ernste Probleme gab. Norbert Blüm gelang es, die oppositionelle SPD zur Mitarbeit an einer neuen Reform zu gewinnen. Am 9. November 1989 hielt er eine seiner wichtigsten Reden. Wenn wir nur taktisch gedacht hätten, hätte ich gesagt, reformiert sie doch erst, wenn das Feuer im Haus ist. Reformiert sie doch erst, wenn jeder merkt, dass wir reformieren müssen. Nein, wir reformieren rechtzeitig. Es ging darum, den Beitragsanstieg zu bremsen. Und das geht nur, wenn auch die Ausgaben für die Rentenversicherung gebremst werden. Anders geht es nicht. Also die Rentenreform 1989, die dann 92 implementiert wurde, stellt sicherlich eine der größten Maßnahmen zur Rentenreform und zur Stabilisierung der Renten dar, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehabt haben. Sie ist eigentlich, was den Beitragssatzeffekt anbetrifft, noch durchgreifender, noch einschneidender als beispielsweise die Riester-Rente. Norbert Blüm griff bei seiner großen Reform wieder auf Grundsätze des Schreiberplans zurück. Das Renteneintrittsalter muss flexibel sein, nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Der Beitrag für die Rentenversicherung darf nicht zu hoch sein und zu viele Sonderleistungen dürfen der Rente nicht zugemutet werden. Kurz nach der Abstimmung im Bundestag überschlugen sich die Ereignisse. Wenige Stunden nachdem der Arbeitsminister das neue Rentengesetz durch den Bundestag gebracht hatte, sangen die Abgeordneten die deutsche Nationalhymne. Die Mauer war gefallen. Mit der Wiedervereinigung mussten auf einen Schlag 4 Millionen neue Mitglieder in das Rentensystem aufgenommen werden, die nie Beiträge gezahlt hatten. Dass die Rentenversicherung das geschafft hat, in 4 Wochen 4 Millionen Renten umgestellt, ausgerechnet und ausgezahlt, das gehört zu den Glanzleistungen im Sozialstaat Deutschland. Es zahlte sich aus, dass Wilfried Schreiber die Wiedervereinigung in seinem System einkalkuliert hatte. Hätten die Väter der Rentenreform statt des Umlageverfahrens eine kapitalgedeckte Rentenversicherung eingeführt, wäre das System nach der Maueröffnung implodiert. Wenn man damals nicht die Weiche zu einem Umlageverfahren gestellt hätte, sondern wenn man am Kapitaldeckungsverfahren festgehalten hätte bzw. das Kapitaldeckungsverfahren eingeführt hätte, wäre es zumindest nicht in dem Maße möglich gewesen, die Bevölkerung der ehemaligen DDR in das deutsche Sozialsystem zu integrieren, wie das in einem Umlageverfahren der Fall ist. Eigentlich stand Deutschland 1990 in Sachen Rente ganz gut da. Die Reform von Norbert Blüm hatte zwar Leistungen gekürzt, aber die Finanzierung auch sicherer gemacht. Auf diese Weise konnten aufgrund des Umlageverfahrens sämtliche Ostrentner sofort integriert werden. Selbst ihre Zusatzrenten wurden übernommen. Sie haben eine deutliche Einkommensaufwertung erfahren. Und insofern ist es gut gelaufen für sie. Natürlich darf man nicht vergessen, dass das Ende der DDR ja auch in vielen Bereichen mit massiven Kostensteigerungen verbunden gewesen ist. Doch die Wirtschaftsschwäche im Osten belastete das Rentensystem. Millionen Arbeitslose standen noch mehr Rentnern gegenüber. Die einen zahlten kein Geld ein, die anderen hatten Anspruch auf Auszahlungen. Norbert Blüm senkte das Niveau der Rente. Den Lebensstandard konnte sie nun kaum noch sichern. Die Kritik wurde immer lauter. Ist bei 7, 6 Tote!
In dieser Zeit versprachen Aktien als Alterssicherung hohe Profite, auch für Rentner. Besonders wirksam war vor allem eine Werbekampagne. Die Volksaktie Telekom ging an die Börse. Schauspieler Manfred Krug machte Stimmung. Die Telekom-Aktie. Nein, nein, wenn Sie die noch ordern wollen, dann wird es langsam Zeit. Die Vorteile für Privatanleger gibt es nun mal nicht ewig. Sie könnten mir ja auch mal was nachmachen. Ich war zum Beispiel gestern in der Bank. Und wenn Sie nun morgen hingehen würden, das wäre doch, ja. Das wesentliche Problem, das ich sehe, ist, dass in den 1990er Jahren das Umlageverfahren sehr, sehr stark in die Kritik geraten ist. Deutlich stärker, als es aufgrund der demografischen und der wirtschaftlichen Entwicklung tatsächlich hätte der Fall sein müssen. Und dass man sich vom Kapitaldeckungsverfahren viel zu viel versprochen hat. Keiner wollte mir ein Stück Brot geben. Es galt die Privatversicherung und die Kapitaldeckung als Rettung aus allen Alterssicherungsmiseren zu feiern. Und nur der Betonkopf Blüm hat es nicht verstanden. Trotz der Aussicht auf hohe Renditen am Aktienmarkt hielt Norbert Blüm am Umlagemodell fest. Obwohl seine Rente immer niedriger wurde, während die Gewinne an den Börsen immer weiter stiegen. Beinahe trotzig wollte er 1996 die Bevölkerung mit einem alten Slogan auf Linie bringen. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Blüm setzte zur Rettung der angeschlagenen Rente auf eine wichtige Veränderung. Wenn mehr Alte in Deutschland leben, müssten die Renten weiter sinken. Die SPD attackierte ihn heftig dafür und gewann 1998 die Wahl. Die höchste Kritik bekam Norbert Blüm mit dem Einführen eines sogenannten Demografiefaktors. Also übersetzt, die zukünftigen Rentenerhöhungen werden jeweils etwas niedriger sein aufgrund der demografischen Veränderung. Ein Gedanken, den ich für absolut richtig angesehen habe. Aber da war ich nicht mehrheitsfähig in meiner Partei. Ich hätte wahrscheinlich sagen müssen, wenn er den wegnimmt, dann trete ich gar nicht an. Walter Riester trat an und machte, was von ihm verlangt wurde. Bisher zahlte jeder Erwerbstätige von 100 Mark Lohn etwa 20 Mark in die Rentenversicherung ein. Die Zahl drohte, mit der Abschaffung des Blümschen Modells in die Höhe zu schießen. Walter Riester musste etwas tun, sonst hätten die Renten die Wirtschaft schwer belastet. Er entschied sich für einen neuen Weg. Eine der Grundideen von Wilfried Schreiber war die Anpassung an die Lohnentwicklung. Damit konnten die Renten steigen, sie konnten jetzt aber auch sinken. Je nachdem, wie die Wirtschaft lief. Walter Riester machte Schluss mit dem Versprechen, das seit Adenauer jede Regierung den Rentnern gegeben hatte. Ursprünglich galt das Versprechen, wer durchgängig in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt hat, der kann anschließend seinen Lebensstandard durch diese gesetzliche Rentenversicherung abdecken. Das gilt nach der Einführung der Riester-Rente und nach der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors nicht mehr. Wer von da ab seinen Lebensstandard halten wollte, musste frühzeitig selbst Vorsorge betreiben. So wollte es auch Wilfried Schreiber immer. Den Staat wollte er aber heraushalten. Walter Riester hingegen wollte, dass jeder eine zusätzliche Versicherung abschließen musste, die allerdings staatlich gefördert würde. Nur so sei eine Alterssicherung für alle gewährleistet. Dann hat ein Journalist der größten deutschen Boulevardzeitung bei meiner Pressesprecherin angerufen und gesagt, wir haben jetzt erfahren, was ihr Minister vorhat. Wir wollen Ihnen gleich sagen, wir werden morgen in der Schlagzeile aufmachen, Zwangsrente. Und wir haben vor, einen Tag später die Schlagzeile zu machen, wann fliegt Riester? Die erste Bildschlagzeile reichte schon. Walter Riester wurde gestoppt. Die private Zusatzrente wurde freiwillig. Es war nicht mehr durchzubekommen, in der Fraktion auch, die sie dann auch gleich empört haben, weil da kam natürlich eine Welle dann der heißen Diskussion. Und der Einzige, der bis zum Schluss stand, war der Gerhard Schröder, der mir aber dann auch gesagt hat, Walter, wir brauchen eine Mehrheit, das nützt ja nichts. Du kannst einen guten, richtigen, nachvollziehbaren Gedanken haben. Wenn wir keine parlamentarische Mehrheit haben, kommt gar nichts. Die Bundesregierung legte die neue Zusatzrente in die Hände von Versicherungen. Eine ganze Branche bekam so über Nacht einen riesigen Markt geschenkt.
Dank der hohen staatlichen Zuschüsse ließ sich die Riester-Rente einfach bewerben. Die Hannoversche verkaufte sie als Schnäppchen. Herr Witt, ich glaube nicht, dass man mit der günstigen Riester-Rente der Hannoverschen Leben bis zu 15.000 Euro vom Staat kassiert. Ich bitte Sie, das ist doch alles Mumpitz. Jeder weiß, dass dieser Staat seinen Bürgern kein Geld schenkt. Kommen Sie weiter. Diesen Finanzhaien, diesen Akrobaten, diesen Schauspielern, die Alterssicherung zu überlassen, diesen Taschenspiele, darauf Alterssicherung zu bauen, auf ein System, das aus heiser Luft besteht. 2008 geriet weltweit das Wirtschaftssystem in Schieflage. Die heiße Luft im Banken- und Finanzsystem verpuffte. Doch im Gegensatz zu allen Befürchtungen machte das der Riester-Rente nichts aus. Denn sie war staatlich garantiert. Viele Menschen vertrauten deshalb dem System. Würde mich jetzt mal interessieren, ob mir jemand eine Sozialreform nennen kann in der Nachkriegszeit, an der sich 16,5 Millionen Menschen heute noch im Vertrag beteiligen, und zwar freiwillig unter Einbringung eigener Geldmittel. Kenne ich keine. Der SPD-Arbeitsminister und Kanzler Schröder wurden nach der Reform dennoch scharf angegriffen. Die Riester-Renten seien zu teuer, die Gebühren zu hoch, viele Anleger würden ausgetrickst. Für die Opposition war die Reform geradezu kriminell. Da fallen mir Stichworte ein wie die Kosten, die Transparenz der Verträge, die Kalkulation mit gesonderten Lebenserwartungsstatistiken und so weiter. Und das sind alles Themen, denen man sich widmen kann und auch widmen sollte. Aber so grundsätzlich das System der Mehrsäulenstruktur in der Altersvorsorge würde ich nicht in Frage stellen. Die zwei Grundsäulen des Rentensystems sind bis heute die gesetzliche und die Riester-Rente. Weil Walter Riester bei einer Kapitalgesellschaft, die mit der zweiten Säule Geld verdient, später Aufsichtsratsmitglied wurde, hagelte es Kritik. Dass ich denen sage, was wollte der Gesetzgeber? Ja, das hätte ich eigentlich erwarten von allen, die in der Politik arbeiten, an Gesetzen arbeiten, und für jeden Fall von denjenigen, die sie entwickelt haben, auch sich um diese Dinge zu kümmern, wie sie umgesetzt werden. Das als Vorwurf an mich zu werten, finde ich mit Verlaub absurd. Über die Rente wird auch 60 Jahre nach ihrer größten Reform weiter gestritten. Ob Adenauer, Schmidt, Blüm oder Riester. Ohne das Umlagemodell nach Schreiber würden in Deutschland viel mehr Menschen unter Altersarmut leiden als bisher. Darin sind sich alle einig. Aber auch darin, dass das Modell neu durchgerechnet werden muss. Wir haben in Deutschland ein sehr stabiles, umlagefinanziertes Rentensystem, das vor bestimmten Herausforderungen steht, aufgrund der demografischen Entwicklungen, die aber eigentlich alle auf dem Tisch liegen, kalkulierbar sind und auf die man mit bestimmten sinnvollen Maßnahmen reagieren kann. Kannst kriegen. Hier, ohne Sozialhilfe würde Rentner Uwe Steinbach nicht über die Runden kommen. Die Vorhersage von Wilfried Schreiber, spätestens im Jahr 2016 werde sein Modell für alle Rentner zumindest die Grundbedürfnisse sichern, hat sich nicht erfüllt. Aber das liegt nicht an seinem Konzept. Er hätte wahrscheinlich recht gehabt, wenn wir nicht politische Entscheidungsträger hätten, die im 2-3 oder höchstens 4-Jahres-Zyklus solche Sachen durchsetzen, sondern auch unbequeme, notwendige, zwingende Veränderungen langfristig durchsetzen würden. Schreibers Rentensystem wurde zu oft ausgehöhlt. Adenauer, Riester und die anderen haben auf Wahltermine geschaut, statt wie er langfristig zu denken. Es wird Zeit, die Rente endlich so zu reformieren, dass sie zukünftig für alle zum Leben reicht.